die Energie erstmal raus, weißt du? Da muss die erstmal raus, da muss die rübergebracht werden zum Publikum. Dann kann irgendwann mal eine Frage gestellt werden. Ihr habt ein neues Album rausgebracht. Ja. In der Tat, in der Tat. Richtig. Da bin ich direkt auf die Frage gekommen, dieses Oettinger-Sample. Das ist einfach super. Was meint ihr? Hat der Herr Oettinger das sich schon mal angehört? Ich bezweifle das, dass der Herr Oettinger sich das schon mal angehört hat. Aber wenn ja, liebe Grüße, guter Typ. Was meint ihr, wie findet er es? Wie findet er es? Ich glaube, er versteht es nicht. Der versteht sich, ist Englisch. So wie wir ihn auch manchmal schwer verstehen wahrscheinlich. Ne? So, okay. Habt ihr während eurer Bearbeitungszeit vom Album, welche Musik habt ihr da gehört? Habt ihr irgendwas anderes gehört, als ihr vielleicht vor 4, 5 Jahren gehört habt? Habt ihr andere Einflüsse gehabt? Also ich habe mich so quer durch die Blockwelt durchgehört. Das mache ich eigentlich immer. Mhm. Ich kann es gar nicht ganz genau benennen. Es gibt nicht einen Künstler, den ich jetzt die ganze Zeit über gehört hätte. Gibt es bei dir einen? Wir haben sehr viel Hardstyle gehört. Wirklich, wir sind durch Zufall irgendwann ganz nüchtern und unter keinem Einfluss von irgendwas sind wir auf eine holländische Dokumentation über Hardstyle gestoßen. Und die haben wir uns angeschaut und haben so gesehen, okay, was zum Teufel ist das? Und haben uns, eigentlich haben wir das immer gehört. Okay, das stimmt nicht. Und beim Beatproduzieren gibt es natürlich besondere Einflüsse. Das letzte Album ist jetzt schon ein bisschen her. War das eigentlich klar bei euch, dass ihr ein Folgealbum macht? War das so für euch immer klar, wir machen das Ganze weiter? Oder gab es da mal einen Moment, wo ihr gedacht habt, okay, vielleicht hören wir auch. Lassen wir es einfach mal gut sein. Also der Vertrag besagt, dass... Ja, eigentlich war es klar, dass wir nochmal eins machen. Die Frage war nur, wann und wie. Und eigentlich haben wir 2013, als wir 100 Millionen von Festivals gespielt haben, gefühlt, irgendwann so gesagt, hey, lass uns doch mal so ein schnelles Album jetzt aus der Hüfte schießen. Und daraus wurde nichts. Es hat fast 2 Jahre gedauert, bis dann jetzt dieses Album rauskam. So, aber ja, jetzt ist es aber vorbei. Es war krass, 2 Jahre lang aus der Hüfte zu schießen. Ja, es war die krasseste. Wir hatten Hüfte, gebrochene Hüfte hatten wir, deshalb hat es so lange gedauert mit dem Hüftschuss. Hat sich das musikalisch, wenn ihr jetzt jemand, der das neue Album noch nicht gehört hat, aber großer Orsons-Fan ist und hat die letzten Alben sich angehört, was würdet ihr ihm sagen, was erwartet euch, was erwartet ihn auf dem neuen Album? Wir sind eigentlich sehr rappig. Wir haben so das beibehalten, auf das wir Bock hatten, live und so, auch unsere ruhigere Seite, ein paar Sachen rumexperimentiert, aber eigentlich sind wir so, wie die Juice-EP war, die wir mal gemacht haben, klar Beats, gerappt und so und dann halt die bestmöglichen Songs, die wir so schreiben können. Okay. So ungefähr. Wie ist das eigentlich beim Produzieren, weil ihr habt ja, ich habe mir mal Solo-Künstler jeweils die Lieder von euch angehört, ihr seid ja, wenn ihr Solo was macht, schon sehr unterschiedlich. Naja, meistens ist es so, dass es schon lange braucht, bis wir uns zu viert auf einen Song einigen können. Also da gibt, wir haben immer viele Skizzen, jetzt auch für das Album, glaube ich, 100 Songs geschrieben oder so. Wobei oft sind dann die Songs halt auch nur eine Hook und eine Strophe oder nur eine Hook und ein Beat oder die dann nicht weitergearbeitet werden, wenn dann nicht alle an Bord sind. Wenn dann nur wenn einer mit an Bord ist, der dann auch mitgeht, dann hat der Song dann schon ein bisschen mehr Gewicht. Dann wird der öfter angehört und sagt, okay, da sind jetzt 2 drauf. Und dann passiert es manchmal, dass dann noch jemand drauf springt, dann wird es auch ein Orsons-Song. Aber eigentlich in den meisten Fällen ist es so, es kommt einfach nur aufs Album, was von allen vielen gefeiert wird. Ja, klar, so. Genau, und das dauert halt immer ein bisschen so. Okay, ich nicht. Oh, der Chuck hätte vorbeigehen müssen.